Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Im heutigen Thema im Podcast würde ich gerne mal über Beweglichkeit sprechen und über anständiges Sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt als Kinder, dass man sich anständig hinsetzen soll und dass das das Nonplusultra der Bewegungsfähigkeit ist, das eben zu tun. Und ich merke immer wieder, ich bin nicht in der Lage, lange anständig zu sitzen. Besonders merke ich das, wenn ich in Restaurants bin oder besonders beim Mittagessen. Also mein Mittagessen, wenn ich mich irgendwo verabrede und ich bin irgendwo, das halte ich nicht lange aus. Da bin ich vielleicht eine Dreiviertelstunde, kann ich dann anständig auf einem Stuhl sitzen, ansonsten wird das für mich unpraktisch. Diese Idee, dass wir auf einem Stuhl sitzen müssen und noch auf einem hohen Stuhl am besten sitzen müssen, ist, glaube ich, eine sehr unpraktische. Wenn wir uns Länder anschauen, bei denen viele Leute auf dem Boden sitzen, und das tue ich jetzt hier ja auch gerade, dann merken wir, dass wir sehen, dass in anderen Ländern die Menschen beweglicher sind, und zwar noch bis ins hohe Alter. Ich weiß noch, ich hatte jemanden da, der hat, wie wir das Haus renoviert haben, hatten wir ein Gästebad, das neu gemacht werden musste. Und da komme ich runter und plötzlich sehe ich, dass die Toilette so hoch ist. Und dann sage ich, wieso ist denn die Toilette so hoch? Ja, wir machen sie höher, weil im Alter kann man dann besser drauf sitzen. Dann sage ich, ja, aber das ist sehr unpraktisch für die Entleerung unseres Darms. Also je mehr wir in der Hocke sitzen können, desto besser kann sich der Darm entleeren. Also in Ländern, in denen man keine Toilette hat, sondern sich einfach nur in die Hocke setzt, wird der Dickdarm nicht abgeknickt. Und im Alter dann zur Vorsicht quasi schon mal die Toiletten hochzusetzen, ist sehr unpraktisch. Und oft erleben wir das, und ich habe das auch bei meinen alten Eltern erlebt, dass sie Schwierigkeiten hatten, überhaupt noch in die Hocke zu gehen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir das nicht üben. Wir üben nicht, am Boden zu sitzen, wieder aufzustehen, ohne Hände aufzustehen, sondern wir gehen von einem Stuhl zu einem hohen Sofa, zu möglicherweise auch noch einem hohen Bett. Also alles in immer einer gleichbleibenden Höhe, damit wir ja nicht uns bewegen müssen. Und das ist aber nicht die Idee. Also ich habe einen Schreibtisch, der hoch und runter gefahren werden kann. Ich habe, das sieht man hier noch ein bisschen, so ein Laufband daneben, wo man dann auch hier noch gehen kann dazu. Also ich versuche immer wieder Dinge zu machen aus einem unterschiedlichen Raumgefühl, damit ich gerade beweglich bleibe. In meinem Essbereich zum Beispiel habe ich seit Jahren schon ein Sofa neben dem Tisch. Also da, ich mache ein Foto euch rein, falls ihr das auf YouTube seht. Und auch hier, wenn ihr das jetzt so gehört habt, das ist ja eigentlich ein Podcast, habe ich einen Schreibtisch, der nach oben und unten geht. Und da drunter auf der linken Seite ist auch ein Laufband, ein spezielles Schreibtischlaufband, mit dem man langsam gehen kann und dann auch arbeiten kann. Das mache ich sehr gerne und benutze ich auch öfters. Nicht immer, aber öfters. Und um da mich einfach zu bewegen, weil sonst sitzen wir überhaupt zu viel. Und die Frage ist halt auch, wie genau sitzen wir? Sitzen wir immer gleich? Also an meinem Esstisch unten habe ich ein Sofa. Und das ist so, dass man, zwar es gibt auch Stühle, die sind auch alle sehr bequem, solche Sofas, wo man die Füße anziehen kann. Also ich habe häufig meine Füße angezogen, das ist meine mir bequemste Situation. Und selbst wenn ich in der Öffentlichkeit bin, mache ich das. Also wenn ich manchmal bei Talkshows bin oder irgendwo sonst eingeladen bin, passiert mir das unweigerlich, dass ich meine Füße anziehe und meine Beine anziehe, nicht meine Füße, meine Beine anziehe. Ich bin natürlich auch Barfußgängerin und wenn ich irgendwo in Räumlichkeiten gehe, die wasche ich mir meine Füße vorher, also die Füße sind dann auch sauber. Und das ist für mich ein
ein Wohlfühl- und Bewegungsgefühl. Gerade die Möglichkeit, unseren Körper in Bewegung zu halten, also eine der wichtigsten Übungen ist, dass wir unser Rückenmark, die Rückenmarksflüssigkeit pumpen, nach oben und unten pumpen. Und das tun wir, indem wir uns nach unten hängen lassen und wieder nach oben aufgehen. Oder im Yoga die Katze-Hund-Übung, wo man den Rücken auf allen Vieren quasi am Boden ist und dann den Rücken im Katzenbuckel macht oder durchdrückt. Das bedeutet, dass wir dadurch unsere Flüssigkeit, diese Beweglichkeit im Körper erfahren und lassen. Und gerade Übungen, die uns nicht leicht fallen, wo wir sagen, boah, nee, das tut mir aber im Kreuz weh oder da ist meine Hüfte nicht weit genug oder mein Rücken nicht flexibel genug, das sind eigentlich die Bewegungen, die es braucht. Und das ist ja das Tolle am Körper, er ist in der Lage, Stück für Stück, wenn wir mehr und mehr üben, in mehr Beweglichkeit zu kommen. Selbst noch im Alter. Also es geht im Alter nicht mehr so sehr darum, dass wir Gewichte dauernd heben und so schnell wie möglich sind, sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir eine Beweglichkeit, eine Streckung, ein Dehnen machen, damit wir flexibel sind und bleiben. Und dann kommen wir auch in den zweiten Punkt der Flexibilität. Und das hat ja nicht damit zu tun, dass wir unseren Körper flexibel halten und andere Formen des Sitzens zulassen und üben und im Idealfall auch unsere Kinder so sitzen lassen und üben lassen. Also Kinder brauchen in der Regel nicht viel Stühle, die sitzen eher am liebsten auf dem Boden und die Beine bewegen sich dann so, wie sie die Beine bewegen. Das ist schon sehr toll. Und natürlich ist es sehr beeindruckend, wenn ein Fünfjähriger mit Messer und Gabel essen kann und die Fünfjährige dann auch noch brav 1,5 Stunden beim Mittagstisch sitzt, ohne sich zu bewegen. Aber natürlich ist es nicht. Es ist ein antrainierter Zustand und sie hat sich daran gewöhnt und natürlich sind manche Kinder ruhiger als andere. Also brauchen nicht so viel Bewegung als andere, aber in der Regel ist es so, dass ein Kind sich sehr viel mehr bewegen will und soll und es nicht das Ziel ist, still und brav so lange wie möglich zu sitzen. Das ist auch ein Problem, was wir in Schulen haben. Da gibt es zum Beispiel gerade im Norden sehr innovative Projekte, wo zum Beispiel, ich glaube es war Schweden, wo die hinten in der Schulklasse haben sie so Fahrräder, so Home Trainer, wo die Kinder, wenn sie zu sehr, die haben sie so ein kleines Board davor, und dass die Kinder hingehen können und ein bisschen sich bewegen können, weil es gebraucht wird in unserem Gehirn und in unserem Lernprozess, dass wir nicht nur statisch sitzen. Ist auch eine Frage, die mir immer wieder in Meditationen kommt und auffällt, dass wir gerade in bestimmten, im Zen-Buddhismus zum Beispiel, wo du den Körper absolut stillhalten musst und wo bestimmte Dinge nur mit dem rechten Arm und für eine bestimmte Zeit und man darf nur so lange dafür brauchen und so lange dafür brauchen. Ich halte das nicht für sehr praktisch, weil ich verstehe das System dahinter. Allerdings glaube ich, dass es sehr viel besser ist, wenn wir mit unserem Körper leben, statt unseren Körper in irgendetwas hineinzuzwingen. Mein Körper leert sich nicht auf einer Toilette regelmäßig in einer bestimmten Zeit. Manchmal braucht es vielleicht ein paar Sekunden länger als an anderen Teilen. Und auch die Fragestellung des Nichtbewegens, wenn mich etwas juckt oder kratzt oder ich das Gefühl habe, ich muss meine Hüfte anders platzieren, dann tue ich das eben auch, weil dann bin ich damit nicht beschäftigt, gegen meinen Körper zu arbeiten. Ich meditiere auch sehr gerne im Liegen und habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich schlafe dann auch nicht ein. Ich bin auch nicht in einem Erschöpfungszustand, wenn ich meditiere, sondern eher in einem sehr wachen Zustand, wenn ich meditiere und habe meine Beine überkreuzt.
dann weiß mein Körper, wir schlafen nicht, sondern wir meditieren hier und setzt mich auch nicht in irgendeine Tiefe. Es taucht schon wieder bei, ich weiß nicht, manchmal bei, wenn ich was aufnehme, tauchen plötzlich irgendwelche Zeichen auf. Und das ist jetzt gerade, wo ich gesagt habe, dass ich im Liegen meditiere und meine Beine überkreuzt habe, kam jetzt gerade so ein Daumen hoch. Da dachte ich mir, aha, ist auch sehr nett. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Und wenn ihr mir auf YouTube vielleicht Notizen geben könntet, wie das funktioniert, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Wenn wir über Flexibilität sprechen, geht es natürlich nicht nur um die Flexibilität unseres Körpers, sondern eben auch um die Flexibilität unseres Geistes. Und das bedeutet, dass wir bereit sind aufs Neue. Manche Menschen sind ja der Meinung, dass zum Beispiel Kreuzworträtsel lösen das Gehirn fit hält. Das tut es nicht, sondern es hält die Erinnerung vielleicht fit. Aber das Gehirn wird fit gehalten durch Neues, nicht durch Altes, durch Neues. Also das heißt, eine Sprache lernen, ein Musikinstrument lernen, einen neuen Tanz lernen, also Dinge, die man vorher noch nicht kannte. Dadurch entsteht eine Flexibilität im Gehirn und dadurch können wir diese Flexibilität, die wir ja bis an unser Lebensende gerne behalten möchten, weiterführen. Wenn wir, und Routine ist natürlich was Schönes, ich habe auch bestimmte Routinemöglichkeiten, aber ich versuche sie auch immer wieder zu durchbrechen. Also mal mit der anderen Hand die Zähne putzen, mal während ich Zähne putze, andere Übungen zu machen, statt auf den Zehenspitzen zu stehen. Oder immer mal wieder auch meine Yoga-Übungen, habe ich extra dann Yoga-Lehrerinnen, zu denen ich gehe, weil ich sonst meine eigenen Übungen immer mehr oder weniger die gleichen mache. Also wir brauchen ja auch Input von außen, um eben in eine neue Flexibilität zu kommen. Flexibilität bedeutet natürlich auch, dass wir eine Starrheit in unserem Denken, dass die uns auffällt. Und das hat damit was zu tun, dass wir auch neugierig und interessiert an den Meinungen anderer Menschen sind. Jede und jeder von uns hat ja eine Meinung gebildet aufgrund der Informationen und Erfahrungen, die man gemacht hat. Und wir nehmen ja alle an, dass unsere Meinung die richtige ist. Und trotzdem diese Offenheit zu behalten, na, vielleicht habe ich ja nicht recht. Das hat sich in meinem Leben als sehr hilfreich herausgestellt. A, höre ich besser zu, weil es mich interessiert, was andere Leute sagen und wie sie zu ihrer Meinung kommen und was ihre Erlebnisse dazu sind. Also es macht mich zu einem angenehmeren Gesprächspartner und zum anderen erweitert es meinen Horizont, dass ich eher verstehe, wie Menschen in eine bestimmte Wahrnehmung kommen oder einen bestimmten Glaubenssatz kommen aufgrund der Informationen, die sie als wahr halten. Und das kann man ja sehen, wenn wir in einer Gesellschaft unterschiedlicher Meinung sind, was ja ganz normal ist und was ich auch finde sehr förderlich ist. Aber wenn wir glauben, wir haben immer Recht und die anderen haben grundsätzlich Unrecht, dann versagen wir uns auch ein Interesse. Es gibt natürlich Momente, wo man sagt, also das ist jetzt garantiert, also wenn wir an Kriegssituationen denken oder wenn wir an Gewalt denken oder wenn wir an Situationen denken, wo wir sehr mitfühlen und wo wir uns wünschen, dass die Situation für alle Menschen sehr viel harmonischer und sehr viel respektvoller passiert. Da ist es natürlich auch schon wichtig, dass man seine Meinung sagt und seine Thematik klarsetzt und auch eine gewisse Zivilcourage hat, wenn man sieht, da passiert irgendwas, was nicht
richtig ist oder was in meinem Empfinden gefährlich ist oder was in meinem Empfinden Unterstützung braucht. Also wenn ich jemanden sehe, wo ich das Gefühl habe, gerade wenn es sich irgendwie um Kinder oder Frauen handelt, wo ich das Gefühl habe, die Situation sieht nicht so toll aus. Vor kurzem habe ich jemanden gesehen, die war in irgendeine Situation, weiß ich gar nicht mehr genau, das ist schon länger, vor kurzem ist es nicht, muss schon länger her gewesen sein, wo ich eine Frau an einem Eck, die war stand mit dem Rücken zu einem Eck und ein Mann stand vor ihr mit einer Bierflasche in der Hand und hat auf sie eingeredet. Und da war ich mir nicht sicher, ob sie in einer Flirt-Situation sind oder ob sie das Gefühl hat, sie kommt da nicht mehr raus, weil sie in diesem Eck ist oder ob sie sich einfach zurückgezogen haben, um alleine zu sein. Und da bin ich da so ein bisschen gestanden und habe mir das so angeschaut. Ich konnte aber keine Lösung finden, weil ich nur den Rücken von dem Mann gespürt habe und hatte aber trotzdem ein bisschen ein komisches Gefühl bei dieser Sache und bin dann vorbei und habe die Frau nur angeschaut und habe zu ihr gesagt, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Kann ich Ihnen Unterstützung geben? Und dann lachte sie so und sagte, nee, alles gut. Und dann war klar, okay, alles gut. Aber diese Funktion des Mannes, der sie so abschirmte, da wollte ich einfach sicher gehen, dass dem so ist. Habe ich einen weiten Bogen gezogen von der Flexibilität des Sittens zu der Flexibilität des Gehirns zu auch der Flexibilität vielleicht, also wenn ich den Bogen jetzt irgendwie spannen will, zu der Flexibilität zu sagen, es braucht natürlich dann schon auch eine gewisse, vielleicht Gradlinigkeit und ein Interesse an der Umwelt, um zu schauen, dieses Zusammenfügen, dieses Yin und Yang, diese Balance zu halten zwischen der Beweglichkeit und trotzdem einer Stabilität. Und das ist ja das Schöne und ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck, dass wir immer wieder versuchen, uns in eine Balance, in eine Schwingung zu bekommen, in der wir uns wohlfühlen und eine Unterstützung sein können. Also wenn ihr selber Kinder habt und merkt, wie schön, dass sie die Beine anziehen und auch mal anders sitzen können, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns selbst und unsere Kinder auch so sitzen lassen, wie sie das jetzt so gerade empfinden und wie es ihnen Spaß macht und dass sie beweglich sein können. Und nein, wir müssen, wie ich in dieses Haus gezogen bin, hat jemand gesagt, boah, sie haben aber ganz schön viele Treppen. Und dann sage ich, ja, ist das nicht toll? Da kann ich viel üben. Und dann meinte er, ja, aber im Alter. Dann sage ich, ja, wie meinen Sie, was ich da soll? Also ich gehe nicht davon aus, dass ich automatisch einen Treppenlift brauche, obwohl ich dafür auch Platz hätte, aber davon gehe ich nicht aus. Sondern ich gehe davon aus, dass ich froh bin, dass ich so viele Treppen habe, dass ich sehr gehen kann. Es erinnert mich an meine Mutter, die mit 93, glaube ich, gestorben ist. Und die kaum mehr vom Wohnzimmer in die Küche kam und das nur unter großen Schmerzen. Aber sie ist fast bis zum Schluss, die letzten 4 Monate, konnte sie sich nicht mehr bewegen und war im Bett. Aber bis vorher ist sie noch die 2 Stockwerke ohne Lift in ihre Wohnung rauf und runter gekommen, weil sie wusste, da muss sie hin und da muss sie wieder zurück. Und diese eine Stufe von der Küche zum Balkon, die hat sie nicht geschafft. Aber die 2 Stockwerke, also Erdgeschoss, 1. Stock, 2. Stock, von unten nach oben mit ihrer, da hat sie so eine Stange gehabt auf der Seite, das hat sie geschafft. Also geht auf den Boden, geht nach unten, zieht eure Beine an, bewegt euch, erfreut euch, dass ihr so beweglich seid und wenn ihr merkt, das geht nicht mehr, wenn ihr merkt, es ist alles auf einer Ebene, bitte schaut euch das an und wenn ihr Lust habt und weiterhin beweglich bleiben wollt, dann ändert es einfach. Also, bis dann. Tschüss. Enjoy life.
Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.